Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Jagged Alliance 2. In der letzten Folge haben wir damit begonnen, den nördlichen Sektor von Chitzena anzugreifen. Bisher läuft es auch eigentlich ganz gut, bis auf das Cliff mal wieder ein bisschen Schaden gefressen hat, aber das sind wir ja inzwischen gewohnt. Und ich würde sagen, wir machen hier auch direkt weiter. Wir hatten zum Ende der letzten Folge hier einen Gegner umgebracht, beziehungsweise er war es, glaube ich. Und ich würde sagen, wir beenden mal die Runde und schauen mal, ob uns eventuell einer vor die Flinte läuft. Schaut soweit eigentlich ganz gut aus. Sehr schön. Und da müssen wir gucken. Unsere beiden Jungs haben auch nichts gehört. Ich hab gerade was gehört. Von Norden, alles klar. Da kommt einer angelaufen. Dann würde ich sagen, greifen wir ihn mal gezielt an. Sehr schön. Und noch ein gezielter Schuss. Prima. Jetzt müssen wir gucken. Static ist nicht verfügbar. Schade. Aber er hat scheinbar keine Aktionspunkte übrig. Sehr gut. Und hier vorne ist wohl auch jemand. Müssen wir mal gucken. Aber da sieht ja Static hin. Der dürfte eventuell eine Unterbrechung bekommen. Gut, er ist erledigt. Prima, dann würde ich sagen, darf... Sinan hat noch genug. Dann würde ich sagen, läuft Sinan mal noch ein paar Schritte nach vorne. Und sieht sogar einen. Mhm. Und dann würde ich sagen, legen wir uns einmal hin. Und ja, Static darf sich mal in die Richtung drehen, falls er noch ein paar Schritte näher kommt. Sehr schön, genauso wie gedacht. Und dann würde ich sagen, bam. Prima, und noch ein Schuss. Wunderbar, ich hoffe, dass er wieder keine Aktionspunkte hat. Mies, mies, mies. Gar nicht gut. Und im Südwesten, schauen wir mal, hoffentlich kommt da jetzt keiner. Nee, das war jetzt unnötig, das war jetzt wirklich unnötig. Aber gut, müssen wir mit leben. Ich würde sagen, wir richten Sinan mal auf und Südwesten hieß es. Also entweder ist hier ein Zivilist oder wir drehen uns sicherheitshalber mal in die Richtung. So, mal gucken. Na, es sind aber nicht mehr viele Gegner im Sektor. So, Static müssen wir auf jeden Fall mal verbinden. Nicht, dass die Wunde größer wird. Ich würde sagen, das darf Cliff erledigen. Hoffentlich läuft jetzt nicht wieder irgendjemandem in die Arme. Aber es schaut soweit ganz gut aus. Ich habe gerade was gehört. Nordwesten. Oh, alles klar. Dann, ja, darf Sinan mal schießen. Sehr schön. Gut Schaden gemacht. Und kritisch. Prima. Static sieht ihn zwar nicht, aber ich würde sagen, wir schießen trotzdem mal. Prima. Sehr schön. Okay. Dann darf sich mal Cliff noch ein paar Schritte vorbewegen. Schafft er das bis hierhin? Ja, schaut sogar gut aus. Sehr gut. Dann die Runde beenden. Ich starre auf Blut, man. Mein eigenes Blut. So, Static jetzt. Das war mal wieder ein Missklick. So, mal die Runde beenden. Hab satt, denen nachzujagen. Die werden ihre hässlichen Hälse bald genug hochhängen. Alles klar, dann ist er jetzt erstmal fertig verbunden. Ich würde sagen, wir ziehen mal Cliff wieder hier hinter. Es dürfte ja hoffentlich nicht nochmal so ein Schmarrn passieren wie gerade eben. So, beide wieder in den Stealth-Modus. Sinan darf aufstehen. So, und einmal vorauslaufen. Was ist das? Was ist das? Ich gehe davon aus, dass... Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, ich wollte sagen, ich gehe davon aus, dass in der Ruine noch jemand ist. Die Frage ist jetzt, ob er uns sieht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber Sinan macht wieder gut Schaden. Und super, er ist sogar tot. Hab dich! Und ich würde sagen, Static darf dennoch mal noch ein paar Schritte vorkommen. Sehr schön. Denk daran, es ist noch min... So, dann gehen wir mal ein bisschen näher in Richtung Ruine. Schön geschlossen und leise. Zeit, den Müll rauszubringen. Und da ist tatsächlich einer, sehr schön. Auf geht's, Sinan. Wunderbar. Und 11 Geschicklichkeitspunkte haben wir ihm abgezogen. Prima. Aber das macht eigentlich keinen Unterschied, weil er sowieso sterben wird. Prima. Ja, das passt soweit. Ich habe gerade was gehört. Und da ist einer. Oh, ich hoffe, er sieht uns nicht.
Na, sehr schön. Hm, dann würde ich sagen, drehen wir die beiden mal hier Richtung Eingang. Hier sind noch welche. Oh, alles klar. Ja, dann schießen wir mal erst auf ihn, oder? Sehr schön. Hm, und daneben. Mist, 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 Mist. Das ist nicht gut. Aber Cliff, warum machen die so wenig Schaden? Das gibt's doch nicht. Naja, gut. Das Problem ist, wenn er jetzt hier um die Ecke kommt, dann könnte es für unsere beiden hier ziemlich böse enden. Ich habe gerade was gehört. Aber haben wir nochmal Glück gehabt, dann drehen wir die beiden mal wieder Richtung Eingang. Das dürfte dann auch der letzte gewesen sein. Muss passen auf! Nicht alle Soldaten dort! Wir sollten ihm vielleicht mal ein Erste-Hilfe-Kit mitgeben, dann könnte er sich selber zusammenflicken. Schauen wir mal, ob hier irgendjemand von denen zwei hat. Spider müsste doch ein bisschen was übrig haben, gell? Ja gut, dann schicken wir Spider mal kurz vor. Dann übergibt sich Static mal so einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Das reicht ja für kleine Wunden. Zumindest für die Erstversorgung. Ach. Stealth-Mode können wir eigentlich rausnehmen. Mir kommt so vor, als ob sich hier irgendwas bewegt. Oder ist es nur ein Grafikfehler? Ich weiß es nicht. Na, mal gucken. Also, einmal Erste-Hilfe-Set an Static. Und dann darf sie mal wieder hier zurücklaufen. Gut, dann darf sich jetzt Static erstmal verbinden. Mal sehen, wie lange das dauert mit dem niedrigen Medizinwert. Sehr gut. Dann würde ich sagen, laden wir nochmal nach bei beiden. Alles klar. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns noch ein paar Schritte vor. Oh, fuck. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Gut, dass hier er verfehlt hat. Welche. Dann würde ich sagen, ziehen wir Sinan mal hinter. Drehen ihn in die Richtung. Und legen ihn mal hin. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht immer noch sieht. Das wäre nämlich problematisch. Mal schauen. Nee, treffen wir nicht. Static würde ich sagen, bleib mal gekniet. Gut, er kann uns nicht mehr angreifen. Aber Sinan sieht ihn noch. Ja, jetzt können wir schauen, ob wir treffen, aber das ist sehr schwer hinter der Mauer. Ansonsten würde ich sagen, dass wir hier hinterlaufen und quasi einmal über die Mauer springen und sie von hinten in die Mangel nehmen. Das ist eventuell ein bisschen klüger. Alles klar, ich würde sagen, Static darf Sinan jetzt einmal kurz verbinden. Gut, die sehen uns nicht. Und wie lange dauert das noch? Das waren sicher noch alles nicht klar. Alle von Daydrunners Männern. Ja, dann würde ich echt sagen, dass wir hinten rumlaufen. Das wird ein bisschen sicherer sein, weil die werden sich, so wie es ausschaut, nicht bewegen von ihrer Stelle. Na, müssen wir mal gucken. Zeit, den Müll rauszubringen. Och, Sinan! Oh, diese Missklicks nerven so sehr, der Wahnsinn. Jetzt greift er uns wahrscheinlich wieder an. Na gut, dass er nicht getroffen hat. Das hätte echt ins Auge gehen können. Aber anscheinend bin ich ein Glückspilz. So, mal sehen. Alles klar. Ich habe gerade was gehört. Denk daran, es ist noch mindestens einer übrig. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen außen rum. Nein, Static, wo läufst du lang? Lauf doch hier links rum, Mensch. Alter, dieser Junge, das ist doch der Wahnsinn. So, mal sehen. Ich hoffe, dass jetzt hier hinten keiner ist. Weil sonst haben wir ein etwas größeres Problem. Aber im Moment schaut's noch ganz gut aus. Und ich habe letzte Folge übrigens bemerkt, dass wir Static vollkommen überladen haben. Das heißt, der wiegt jetzt viel zu viel. Wenn wir ihn jetzt durch Wasser laufen lassen würden, dann würde es, glaube ich, Probleme geben. Also, ihr dürft jetzt erstmal hier rüber klettern.
Also, ich würde sagen, beim Static geben wir die zweite Waffe, seine Schrotflinte, die geben wir irgendjemand anderem. So, jetzt ganz leise vorwärts. Alles klar. So, also hier unten waren die beiden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es die letzten sind. Legen wir uns mal ganz leise vorwärts. Jetzt müssten sie aber langsam im Sichtfeld sein. Wobei da der Stein im Weg ist. Ich habe gerade was gehört. Zeit, oh, sehr schön. Müll rauszubringen. Da hat sich sogar einer in unsere Richtung bewegt. Wunderbar. Und ist schon tot. Prima. Glatter Durchschuss. Und Static darf dann auch mal zwei Schritte vor. Falls der zweite jetzt auch hier reinläuft. Look out, diese Idiots könnten auf die Idee kommen, sich wieder zu sammeln. Da ist was. So, ganz leise vorwärts. Jetzt dürften wir ihn eventuell gleich sehen. Immer noch nicht. Komisch, hier vorne stand er doch, oder? Gehen wir noch ein bisschen in die Richtung. Das ist jetzt komisch. Zeit, den Müll rauszubringen. Ah, da hat er sich versteckt. Alles klar, dann würde ich sagen, einmal zwischenspeichern. Und treffen wir seinen Kopf? Ich denke schon. Wunderbar. Und nochmal auf den Torso. Sicher, sicher. Und das dürfte es gewesen sein. Hab dich. Prima. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Bingo. Und Sinan hat auch noch einen Punkt in Treffsicherheit bekommen. Das ist wunderbar. So, damit hätten wir Chitzena jetzt auch gerettet. 67% Loyalität für den Anfang ist ganz okay. Da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal Milizen ausbilden. Beziehungsweise, schauen wir nochmal ganz kurz in die Häuser hier unten. Aber ich denke, da ist nicht mehr allzu viel. Dann werden wir erstmal die Sachen verteilen, die wir gefunden haben. Hier in Chitzena gibt's Ruinen, die früher eine Touristenattraktion waren. Vor 10 Jahren noch brachte der Steinhaufen allerlei Devisen nach Arulco. Geschichte hat mich nie sehr interessiert. Mich interessiert Menschlichkeit. Ja, ja, Ira. Die ist echt nur am Labern. Der Wahnsinn. Gut, da ist nichts drin. Schauen wir in den beiden Hütten nochmal. Und um die zwei Touristen, die ich letzte Folge erwähnt habe, werden wir uns auch erst in der nächsten Folge kümmern. Aber mit Janni werden wir auch erst nächste Folge reden. Das ist quasi der, ja, der Kerl, der hier auf diese Ruine aufpasst. Quasi der Touristenführer. So, da kommen wir nicht rein. Aber ich denke, Sinan kann die Tür mal aufbrechen. Nee, nicht geschafft. Wieder nicht. Komisch. Ich meine, es ist nur eine Bambustür oder was das ist. Und er sagt auch nicht, dass er es nicht schafft. Naja, wurscht. Können wir uns ja später drum kümmern. Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier vor. Eventuell ist in der Kiste hier noch was Wertvolles. So, da kommen wir auch nicht rein. Ich komme nicht auf die Tür. Sinan, weg da. So. Darauf könnt ihr lachen. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, wir verteilen jetzt erstmal das Zeug, was wir gefunden haben. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Eine Glock 18 brauchen wir nicht. Und das könnten wir Dimitri geben. Sehr, sehr schön. Und das geben wir ihm auch. Ich denke, da können wir auch ein größeres Magazin draus basteln. Alles klar. Das bekommen Sinan oder... Wie schaut's eigentlich aus? Können wir das an Static weitergeben? Weil er hatte ja auch so ein halbes Magazin. So, das schaut gut aus. Dann können wir die hier stacken. Ich würde sagen, das bekommt Static. So, mal schauen. Ein Kevlar-Helm, den geben wir mal Static. Wobei der auch nur 1% mehr bringt. Das ist schade. So, mal gucken. Das schaut soweit ganz gut aus. Dann können wir den Helm da lassen. Einen Arztkoffer brauchen wir auch nicht. Ach ja, erstmal Statics Waffe an Dimitri, Ira. Ich würde sagen, an Spider weitergeben. Die Pistolen können wir
jetzt liegen lassen. Soll sich die Miliz die schnappen? Weil die haben so eine kurze Reichweite, das ist absolut nichts mehr für uns. So, packen wir das ganze Zeug mal weg. Es wiegt eh alles nur viel zu viel. So, das ist prima. Dann können wir hier nochmal die Erste-Hilfe-Kästen voll machen. Und die Munition übergeben wir ja auch noch. So, einmal auf den Boden gelegt. So. Die Kevlar-Weste ist repariert. Prima. Ich würde sagen, hier kommt der Sinan. Schaut es bei Static aus? Ist es gleich? Dann. Ich würde sagen, die geben wir Spider. Das können wir wieder weglegen. Und dann geben wir noch schnell die Munition. Und dann hätten wir es, glaube ich, auch soweit mit dem Verteilen der Sachen. Die Feldflasche könnten wir eventuell noch Sinan mitgeben, oder? Ja, schaut soweit eigentlich ganz gut aus. Und dann hätten wir das auch. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, Milizen auszubilden. Und Training Miliz. Und Static darf mal wieder ein bisschen was reparieren. Cliff. Spider, Dimitri. Beziehungsweise, ich würde erstmal sagen, dass Spider unseren Static flickt. Dass der mal wieder hier volles Leben hat. Cliff darf derweil mal ein bisschen trainieren. Medizin ist gut und Dimitri ein wenig Treffsicherheit. Und hier geht es dann auch weiter in der nächsten Folge. Also bis morgen. Ciao.